Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu NTD China News. Mein Name ist Alexander Sieber. Hier die Nachrichten im Überblick. Chinesische Rakete schießt Testmodul für bemannte Raumstation ins All. Ehefrau des Künstlers Ai Weiwei schreibt Brief an Chinas Volkskongress. Südkorea, Kritik an Abschiebungen von Flüchtlingen nach China. Und behinderter Mann entdeckt Liebe zur traditionellen chinesischen Malerei. China hat am Donnerstag die Tiangong-1-Rakete ins All geschickt. Sie ist Teil des Plans, eine eigene Weltraumstation aufzubauen und Astronauten zum Mond zu fliegen. China startete am Donnerstag eine Testrakete, die den Weg für Chinas erste eigene Weltraumstation bahnen soll. Laut Chinas Staatsfernsehen wurde die Rakete Tiangong-1 oder Himmelspalast von einer Rampe in der nordwestlichen Provinz Gansu gestartet. Die Rakete brachte ein unbemanntes Testmodul ins All. Russland und die USA betreiben die internationale Raumstation ISS, gemeinsam mit anderen Staaten, jedoch ohne China. Die USA planen, bis 2017 keine Menschen mehr ins All zu schicken. Auch für Russland gelten bemannte Missionen nicht mehr als Priorität, da die russischen Ingenieure Probleme mit Verzögerungen und Pannen hatten. Peking ist noch weit davon entfernt, die Supermächte des Alls einzuholen. Und die Tiangong-Rakete ist ein Versuchslauf für eine langfristig geplante Raumstation. In den nächsten 2 Jahren plane China nach nur 2 Testflügen eine bemannte Flugmission, so der Experte für Abrüstung und Umweltschutz Gregory Kulaki. In den darauffolgenden Jahren sind die Starts von Tiangong 2 und 3 geplant, sowie Vorbereitungen für eine Raumstation mit einem Gewicht von über 60 Tonnen. Letzte Woche veröffentlichte die NASA Pläne einer Rakete für bemannte Mond- und Marsflüge. Präsident Obama fordert bis 2025 eine Expedition zu einem Asteroiden und nach 2030 eine Reise zum Mars. China hat letztes Jahr seinen 2. Mondorbiter gestartet und ist nun das 3. Land, dessen Astronauten sogenannte Weltraumspaziergänge durchführen. China plant bis 2012 eine unbemannte Mondlandung und den Einsatz eines Mondfahrzeuges. Chinesische Wissenschaftler erwägen die Möglichkeit, ab 2020 Menschen zum Mond zu fliegen. Dabei konkurriert China mit Japan und Indien um eine höhere Präsenz im All. Doch die Pläne des von einem totalitären Regime geführten Landes sorgen international für Besorgnis. Peking behauptet jedoch, friedliche Absichten zu haben. Die Ehefrau des chinesischen Künstlers Ai Weiwei hat einen Brief an Chinas Volkskongress geschrieben. Lu Qing fordert in ihrem Brief, vorgeschlagene Gesetzesänderungen zurückzuweisen, die es legalisieren würden, Verdächtige für 6 Monate an geheimen Orten festzuhalten, ohne deren Familien zu informieren. Lus Brief wurde auch auf Ai Weiweis Google-Plus-Seite veröffentlicht. Lu schreibt, wenn ein Bürger von der Polizei abgeführt wird, respektiert man ein grundlegendes Bürgerrecht, indem man die Familie benachrichtigt. Ai Weiwei wurde am 3. April am Flughafen in Peking von der Polizei verhaftet. Er wurde dann 81 Tage an einem geheim gehaltenen Ort festgehalten. Lu beschreibt in ihrem Brief, wie Freunde und Familie verzweifelt nach Ai gesucht haben. Niemand wusste, wo er war. Das Ereignis sorgte weltweit für Empörung. Ai wurde mittlerweile freigelassen. Gegen ihn wird weiterhin wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung ermittelt und ihm wurde offiziell verboten, mit Medien zu sprechen. Einem Mitglied der Meditationspraxis Falun Gong droht die Abschiebung aus Südkorea nach China. Südkorea hat internationale Übereinkommen unterzeichnet, die Abschiebungen in Länder untersagen, in denen Flüchtlinge der Gefahr der Folter ausgesetzt sind. Die Kommunistische Partei Chinas verfolgt Falun Gong seit 1999. Über 3000 Menschen kamen bisher durch Folter und Misshandlung ums Leben. Menschenrechtsaktivisten in den USA und Europa fordern die koreanische Regierung auf, keine Falun Gong-Praktizierenden mehr nach China abzuschieben. Anfang September wurden 2 Anhänger der spirituellen Praxis in Südkorea verhaftet. Jetzt droht Herrn Jin, einem 26 Jahre alten chinesischen Staatsbürger, die mögliche Abschiebung nach China, wo Falun Gong durch das kommunistische Regime verfolgt wird. New Yorker Falun Gong-Praktizierende übergaben der UN-Vertretung Südkoreas ein Schreiben mit der Aufforderung, keine aus China geflohenen Falun Gong-Praktizierenden abzuschieben. Die südkoreanische Regierung hat seit 2009 bereits 10 Praktizierende abgeschoben. Sie haben viel durchgemacht, um nach Korea fliehen zu können. Und jetzt gibt Südkorea dem Druck der Kommunistischen Partei Chinas nach und will sie nach China abschieben. Anfang September ließen die südkoreanischen Behörden Herrn Jin und dessen Ehefrau an ihrem Wohnort verhaften. Beide hatten vergeblich um Asyl ersucht.
Jins Ehefrau befindet sich nicht mehr in Haft. Ma Zunmei ist selbst ein Opfer der Verfolgung. Sie weiß, was die beiden erwartet, wenn sie abgeschoben werden. Ich weiß, wie schlimm die Verfolgung von Falun Gong durch die kommunistische Partei ist. Wenn diese Praktizierenden zurück müssen, drohen ihnen wirklich Folter und Tod oder sogar der Raub ihrer Organe. Laut Angaben des Falun Dafa Informationszentrums in New York verstieße eine Abschiebung aus Südkorea gegen Übereinkommen der Vereinten Nationen, die auch Südkorea verpflichten, Flüchtlinge nicht in ein Land zu schicken, wo sie wegen ihres Glaubens Folter oder Verfolgung ausgesetzt sind. Wir fordern die Regierung von Südkorea dazu auf, diese Übereinkünfte und Abkommen nicht zu verletzen. Wenn sie diese Praktizierenden nach China zurückschicken, helfen sie dem Regime in China bei der Verfolgung der Menschen und des Glaubens. Am 9. September forderte der EU-Abgeordnete Roger Helmer in einem Brief Koreas Regierung dazu auf, ihren Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden nachzukommen. Auch in Deutschland ist es für Flüchtlinge nicht einfach, Asyl zu erhalten. Der 26-jährigen Falun Gong praktizierenden Yun Zhou droht im Oktober die Abschiebung in die Volksrepublik China. Denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ihren Asylantrag abgelehnt. Yun ist zurzeit im Asylwerberheim Passau-Schlading untergebracht. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hält ihre Abschiebung für unverantwortlich, da sie in China mit Folter und Arbeitslager rechnen müsse. Und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, den nichts daran hindern kann, sich seinen Traum zu erfüllen, den Traum von traditioneller chinesischer Malerei. Wang Liang ist 25 und leidet unter zerebraler Kinderlähmung. Anders als den meisten in seinem Alter fällt ihm Sprechen und sich Bewegen schwer. Doch das hält Wang nicht davon ab, seine Liebe zur traditionellen chinesischen Malerei umzusetzen. Wang hat bereits in zwei Ausstellungen seine persönlichen Werke gezeigt und sogar ein Buch über die traditionelle chinesische Malerei veröffentlicht. In seinen Bildern drückt Wang seine Liebe zur chinesischen Landschaft aus. Wang Liangs Arbeit ist freihändige Landschaftsmalerei. Wenn ich ihm beim Malen zuschaue, spüre ich regelrecht sein Glück. Er zeichnete nicht nur Landschaften wie Berge, Wolken und Gewässer, sondern drückte seine Gefühle aus tiefstem Herzen aus. Auf seinem Dreirad von zu Hause bis zu seinem Kunstkurs dauert es 40 Minuten. Für Wang zwar eine körperliche Herausforderung, doch kein Hindernis, um jeden Tag am Kurs teilzunehmen. Seine Wohnung ist nicht groß, doch seine Staffelei nimmt die hellste Stelle ein. Das Erste, was er immer nach der Schule macht, ist Malen. Am Anfang war es schwer für Wangs Familie, seine Leidenschaft zu unterstützen. Pinsel, Papier, Stangentuschen und Reibsteine konnten sie sich nicht leisten. Wang gab aber nicht auf und suchte einen Weg, die finanzielle Hürde zu überwinden. Er ermutigte seine Familie, einen Lebensmittelladen zu eröffnen. Obwohl er krank ist, ist er eine große Stütze für unsere Familie. Schließlich schaffte Wang es sogar durch den Verkauf seiner Werke, die Kosten für die medizinische Behandlung seines kranken Vaters zu decken. Ich werde das ganze verdiente Geld verwenden, um Reis und Puder zu kaufen. Doch das war noch längst nicht alles. In Zukunft plant Wang, sich für Menschen mit Behinderung wie er einzusetzen. Als nächstes bei uns: Protest gegen die Unterdrückung. Zwei tibetische Mönche verbrennen sich selbst. Chinas größter Microblog Sina Weibo verstärkt Zensurmaßnahmen. Ausstellung in Holland, Porzellan aus Chinas Ming- und Qing-Dynastien. Und Wie schmeckt China? Kulinarischer Wettbewerb in New York. Zwei junge tibetische Mönche des Kirti-Klosters in der Provinz Sichuan haben sich selbst angezündet, um gegen die Unterdrückung der Tibeter in China zu protestieren und gegen die Bemühungen von Chinas Regime, einen eigenen Dalai Lama zu ernennen. Als Protest gegen die Verfolgung ihres Glaubens haben sich am Montag zwei tibetische Mönche angezündet. Lobsang Khalsang und Lobsang Khonchok, beide etwa 18 Jahre alt, vom Kirti-Kloster in der Provinz Sichuan. Laut Angaben der Free-Tibet-Organisation sollen die Mönche Religionsfreiheit gefordert und Lang lebe der Dalai Lama gerufen haben, bevor sie sich anzündeten. Das sei der vierte Selbstverbrennungsvorfall in 6 Monaten, so Free-Tibet-Direktorin Stephanie Pridgen, und zeige, wie groß die Verzweiflung der jungen Tibeter in Tibet sei. Trotz zahlreicher Proteste der Mönche hält das chinesische Regime seine Kontrolle der Religionsfreiheit in Tibet aufrecht. Das chinesische Außenministerium erlaubt den Tibetern nicht, ihren eigenen geistigen Führer zu wählen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Titel des Dalai Lamas von der Zentralregierung vergeben werden muss oder sonst rechtswidrig ist. Die Möglichkeit, dass der jetzige Dalai Lama seinen Nachfolger ernennen kann, gibt es nicht. Bridgen weiß, warum das chinesische Regime die Ernennung des nächsten Dalai Lamas kontrollieren will. Das chinesische Regime ist sich des enormen Einflusses bewusst, den der Dalai Lama in Tibet hat. Sie müssen diesen Einfluss um jeden Preis eindämmen. Das chinesische Regime könne nicht verstehen, was die Tibeter für ihre Zukunft wollen. Das zeigt wirklich einen Mangel an Verständnis für die Tibeter, nämlich dass sie denken, die Ernennung eines falschen Dalai Lamas würde das Streben der Tibeter nach Unabhängigkeit und einer anderen Regierungspolitik ändern können. Laut dem mittlerweile 75 Jahre alten Dalai Lama habe niemand, auch nicht Chinas Regime, das Recht, seinen Nachfolger für politische Zwecke zu wählen. Sina Weibo, die größte Microblogging-Webseite in China, verstärkt die Zensur und Überwachung der Beiträge ihrer Nutzer. Etwa 200 Millionen Menschen nutzen Sina Weibo. Die Webseite ist ein Angebot der Sina Corp, welcher unter Leitung des chinesischen Regimes steht. Sina Corp-Vorstand Charles Zhao gab anlässlich eines Forums für digitale Medien bekannt, künftig ein neues Team mit 10 Online-Redakteuren einzusetzen, um Gerüchte auf der Seite zu überwachen, zu verifizieren und aufzuklären. Sina prüft ebenfalls die Einführung eines Bewertungssystems, ähnlich wie bei der Auktionsplattform eBay, um gegen Nutzer vorzugehen, die als Gerüchteverbreiter gekennzeichnet werden. Die Aktien von Sina fielen bei Bekanntwerden dieser Neuigkeiten. Investoren befürchten, restriktive Regelungen könnten der Firma schaden. Durch die Internetblockade des chinesischen Regimes wurden bereits soziale Medien wie Facebook, Twitter und YouTube in China gesperrt. Chinesisches Porzellan erfreut sich in Europa seit langer Zeit großer Beliebtheit. Fans der edlen Schüsseln können diese jetzt in einer Ausstellung in Holland bewundern. Porzellan des chinesischen Kaiserhofes kann in einer Ausstellung des Gemäntemuseums in Den Haag, Holland, bewundert werden. Die Sammlung von rund 100 Meisterwerken ist Eigentum des Shanghai-Museums und wird zum ersten Mal außerhalb Asiens gezeigt. Das Porzellan wurde zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert hergestellt, während der Ming- und Qing-Dynastie. Es wurde ausschließlich für den Kaiser produziert, in eigens dafür eingerichteten Manufakturen. Und es ist nicht mit dem herkömmlichen, im Westen bekannten Exportporzellan zu vergleichen. Sie können sich vorstellen, dass die Qualität viel besser ist. Es gibt spezielle Verzierungen, die eine Verbindung zum Kaiser darstellen. Sämtliches Porzellan ist mit dem kaiserlichen Siegel versehen. So hat jeder Kaiser sein eigenes. Zum Beispiel hat Wan Li sein eigenes Siegel und so weiter. Ein holländischer Sammler von Exportporzellan machte diese Ausstellung erst möglich. Er hatte seine Sammlung dem Shanghai-Museum gestiftet. Um sich für meine Gabe dankbar zu zeigen, erklärten sie sich einverstanden, dieses Porzellan für eine Ausstellung im Gemäntemuseum zur Verfügung zu stellen. Diese erstklassigen Werke ermöglichen es dem Menschen im Westen, mehr über die traditionelle Kultur Chinas zu erfahren. In the Western world, we know so little about In der westlichen Hemisphäre ist so wenig über die chinesische Tradition, die chinesische Kultur bekannt. Ich denke, in unserer heutigen modernen Welt mit Internet und iPhone müssen wir uns noch mehr Mühe geben, die verschiedenen Kulturen zu verstehen. Und ein kultureller Austausch, wie bei dieser Ausstellung in den Niederlanden, ist ein guter Anfang. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Oktober geöffnet. NTD News, Holland. NTDs vierter chinesischer kulinarischer Wettbewerb ist jetzt offiziell beendet. Sehen Sie, was es heißt, ein chinesischer Meisterkoch zu sein. Nicht einmal der Regen konnte die Feuer von NTDs viertem internationalen chinesischen Kochwettbewerb löschen. Von fast 100 Teilnehmern waren am Ende der Woche nur 23 übrig. Diese sind die Meister der alten chinesischen Kochkunst. Sie bewegen sich wie der Nebel und Wind und zerteilen ihre Zutaten wie der Fluss einen Berg. NTD hat diese Köche aus den entferntesten Gegenden der Erde zusammengebracht, um auf dem New Yorker Times Square die glorreichen Zeiten Chinas wiederzubeleben. In Manhattan habe ich noch von keinem Wettbewerb der chinesischen Kochkunst gehört, der diesem ähnelt.
Westler haben hier die Gelegenheit, viel über die chinesische Kochkunst zu lernen. Und traditionelle chinesische Gerichte enthalten auch die chinesische Geschichte und Kultur. Deshalb kann nur NTD TV solch eine Show veranstalten, die die wahren chinesischen Traditionen wiederbelebt. Doch was zeichnet diese 5000 Jahre alten Kochkünste aus? Nicht nur der präzise Gebrauch der Messer und der Gewürze, sondern auch eine bestimmte geistige Einstellung, die dem Kochen ein inneres Leben gibt. Die verschiedenen Kochkünste, Sichuan, Shandong, Kantonesisch, Huoyang und Nordöstlich, haben einen jeweils eigenen Stil und Geschmack. Wie findet man da einen Gewinner? Wir urteilen hauptsächlich nach Farbe, Aroma, Geschmack, Präsentation und Messertechniken. Darüber hinaus ist entscheidend, wie sich der Koch verhält, seine Gesprächsmanieren, was er über das Gericht weiß und so weiter. Wenn wir ein Gericht wie ein Wesen behandeln, dann ist der Geschmack seine Seele. Die Mentalität des Kochs ist also entscheidend, weil wir glauben, dass Geist und Materie eins sind. Dieses Jahr beeindruckte vor allem Zhang Jishui mit einem Gericht aus gebratenen süßen Kartoffeln. Sein Gericht präsentierte am besten die Essenz der traditionellen chinesischen Küche. Falls Sie den Wettbewerb verpasst haben, ist das kein Problem. Denn beim internationalen traditionellen Kampfsportwettbewerb im Oktober treten dann die besten chinesischen Kampfsportler gegeneinander an. Meine Damen und Herren, hiermit sind wir am Schluss dieser Sendung angelangt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal bei NTD China News.